Ja, wir haben jetzt Antanisch hier zu einem kleinen Fazit. Jo, Fazit. Für mich ist erster internationaler Wettkampf nach der Sichtung. Keiner weiß so richtig, wo man steht, wie ist man über den Winter gekommen. Wir hatten die ersten Ergebnisse bei der nationalen Sichtung. Jetzt haben wir uns erst mal der internationalen Konkurrenz gestellt, haben letzte Woche natürlich die Ergebnisse in Szeged beobachtet, waren sehr gespannt, ob die noch hier rüber gerettet werden können und wo wir uns denn da einordnen können. Und hat sich eigentlich das bewahrheitet, was wir uns schon gedacht haben. Es gibt Bootsklassen, Kajakherren, Kanadier, wo wir eigentlich schon dran sind, vorne gut mitfahren können. Einige andere Bootsklassen, wie die Damen, da sind noch ein paar Baustellen, die müssen wir jetzt versuchen zu beheben und wieder in die Medaillennähe zu kommen. Wir wissen auch, ein paar wichtige Nationen für uns, auch gerade in dem Bereich, haben gefehlt. Positive Überraschungen, muss ich sagen, waren für mich die Kanadier-Damen, die schon bewiesen haben, dass sie entgegen aller Unkenrufe, würde ich das mal nennen, doch vorne mitfahren können. Auch da fehlt noch ein paar, das wissen wir auch. Aber im Großen und Ganzen haben die einen Riesensprung nach vorne gemacht und wir hoffen natürlich, dass es jetzt auch dann so weitergeht. Ja, danke schön. Das war's. Gut. Ja.